Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir waren auf dem Weg ins Bergdorf, um ein Signal zu geben. Ich weiß zwar noch nicht welches, aber das werden wir noch rausfinden. In der letzten Folge haben wir erstmal uns mit Gold eingedeckt. Das gab es dort drüben in der Höhle. Und jetzt weiß ich allerdings nicht, wie wir in das Bergdorf kommen. Ja, hier war die Höhle. Hier unten befinden wir uns jetzt. Und dort oben ist das Bergdorf. Also zumindest denke ich, dass wir dorthin müssen, weil dort so ein halt Signal schon ausgeht. Also zumindest hier auf der Karte. Das Signal müssen wir erst aktivieren. Aber ich guck mal gerade, warum. Der Pfeil zeigt doch nach unten. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir hier wieder nach unten. Ist das richtig? Ich gehe mal hier nach hier drüben. Das müsste dann eigentlich der richtige Weg sein. Dann hier über die Brücke und dort hinten soll es noch einen weiteren Weg geben. Ich gehe mal da lang. Ach so, Moment, hier ist doch. Ach, hier geht's in die Höhle, aber dann muss doch. Ah, okay. Hier geht's hoch. Zack. Ja, die Lara, die hat ordentlich Muskeln. Die ist sich auch für nichts zu schade. Und wird natürlich daher auch überall hingeschickt. Das haben wir ja schon gemerkt. Ja, letzte Folge. So, whoops. Zack. Und nach oben. Hey, hast du was gefunden? Nein, nichts. Was? Nichts. Hier oben ist niemand. Was? Du drauf schaffst niemand. Sollen wir zum Bunker zurückgehen? Ja. Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Alles klar. Bleiben. Gehen wir rein. Genau, hier ist doch viel zu nass und kalt und eklig. Drinnen brennt schön das Lagerfeuer. Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Brackdienst. Für Sie ihn wohl benutzen. So, ich versteck mich erstmal hier. Ja, der funktioniert noch, oder? Vermutlich. Leute, verdammt, wir warten ihn. Warte mal, es will nicht, dass ich ihn jemand nähere. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Warum glaubst du, dass kein Überlebender es so weit schafft? Heißt das? Matthias weiß genau, wann ein neues Schiff kommt. Wir haben immer genug Vorbereitung. Hey, hey, hey! Kuckuck, hier bin ich! Ne. Hat der jetzt dieses Ding da runtergeschmissen? Was war das überhaupt? Hat rot geleuchtet. Munition oder irgendwas? Was gibt's denn hier? Bergungsgut. Almighty Bergungsgut. Hier gibt es noch Geocaches. Warum kriegst du denn die ganze Zeit? Hier können wir wahrscheinlich hoch, oder? Können wir hier hoch? Nee. Ah, sah nur so aus. Na gut. Oh, da drüben ist noch einer. Hallo? Sieht der uns nicht? Naja, es wird ihm auf jeden Fall zum Verhängnis. Nehmen wir nochmal seine Rüstung oder sein ganzes Zeug holen. Bergungsgut haben die immer, ja. So, was gibt's hier noch? Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt.
Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Na dann, als hätten wir nicht schon genug Religionen. Gleich gibt's Gehater und Geflame. Pfeiler. Gibt's hier drüben vielleicht noch ein Geheimnis? Nein. Die ist zu fett. Bloß sie hat zu viele Muskeln. Weil Muskeln sind ja schwerer als Fett. Fackel entzünden. Und das Bergungsgut mal hier holen. Bergungsgut. Und dann mal hier rüber. Wunder, dass sie nicht abrutscht. Juhu, wir sind erleuchtet. Achso, da drüben müssen wir an die Felsen. Da oben leuchtet was. Das ist bestimmt... Das soll bestimmt dieser Signalgeber da sein. Boah, hier geht auch alles kaputt. Genau das meine ich. Zack. Eieiei. Lara, bist du da? Nope. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Alles klar. Juhu! Hey, aufwachen, mein Eindringling! Runter! Bitte! Das muss alles nicht sein! Alter! Den guten Alkohol, das muss doch auch nicht sein! Es muss doch nicht so enden! Dass schon hier Alkohol verschwendet wird. Hey, hör auf damit! Aua. Was ist das? Dummkopf! So, Bergungsgut! Dann holen wir uns noch das hier. Oh nee, nicht schon wieder Wölfe. Da sterbe ich doch wieder. Ich sehe das doch jetzt schon. Ja, ich auch nicht. Frag mal. Schon wieder so ein Lagerfeuer. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater.
Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham, Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Alle zählen auf uns. Habt ihr es gehört? Und die wollen wir natürlich nicht enttäuschen. Auch wenn wir die ganze Drecksarbeit erledigen müssen. Oh, jetzt geht's wieder weiter. Kommt raus. Ich mach jetzt mal eine auf Action. Action Lauer. Piu! Piu! Na komm. Zack. So, und keiner hat was mitbekommen. Hehe. Bergungsgut. Hä? Hey, wo ist denn der Typ gestorben? Ach, hier. Sie versteckt im Gras. Was schleicht sie denn die ganze Zeit so rum? Ist doch gar keiner mehr. Den auch noch ausnehmen. Hier drüben. Unterwegs.
Whoops. Schauen wir mal kurz, was es hier noch gibt. Ah. Siehst du, sowas lohnt sich immer. Und hier ist auch noch ein Geocache. Und dann geht's jetzt weiter. Zack, zack. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Das erinnert mich irgendwie an Jurassic Park hier. An den dritten Teil. Wo die in diesem Vogelkäfig sind. Falls es jemand kennt, den Film. Oder war das Jurassic Park 3? Doch, müsste eigentlich. Also dieser neuere. Es ist eiskalt. Abwasser. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Nicht mehr lange. Ihr seid bald alle tot, Freunde. Wenn das so weitergeht. Ups. Echt? Wofür brauchen Sie das? Ist also voller Benzin. Interessant. Komm her, du Arschloch! Oh, Mensch! Oh, das war schon der zweite Fall, Mensch. Drei. Hier gibt's noch mehr Sachen. Was ist denn da nur immer drin? Da ist nie irgendwas drin. Hier können wir erstmal beten. Ups. Der hat gesessen wieder. Irgendwie machen mir die Typen immer Angst, wenn die so auf mich zugerannt kommen. Vor allem, wenn man nur diesen Pfeil und Bogen hat. No one leaves. Was gab's hier? Das kann ich werfen. Da drüben rein, aber was bringt mir das? Was ist denn da drüben drin? Ach egal. YOLO! Sich das dann vielleicht. Ach so, kann ich vielleicht hier irgendwie. Geh mal hier hoch. Ich komm doch da bestimmt rüber. Hey, was bringt uns das denn, wenn wir die Teile hier rüberwerfen? Richtig nichts. Hier kann ich bestimmt das Gas rauslassen. Es gibt keinen Ausweg, Hauptseite!
Genau, jetzt gehen wir schnell wieder hier rüber, weil hier das Gas ausströmt. Und wenn der Typ dann hier reinkommt, dann schmeißen wir ihm diese Lampe hier davor und dann entzündet sich das Gas. Oder sollen wir es jetzt schon machen? Ich werf's einfach mal. Wir haben ja zwei davon. Zip. So macht man das. Wo ist er hin? Bist hier hintergeflogen oder was? Hä, wo ist denn der? Ach da. Oh, geil. Sturmgewehr. Nice. Beende es. Bitte. Nope. Ich lass dich noch ein bisschen leiden. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Okay. Hier gibt's noch einen Geocache. Hä? 1 von 2? Ich hatte doch eben schon 1 von 2. Oh! Extra eine Party für mich organisiert. Ist ja wunderbar. Hua. Wir haben sie wieder mit Alkohol. Scheint viel zu viel davon zu haben. Ja, da hinten fehlt noch. Das müssten alle gewesen sein. So, jetzt erstmal alle looten. Epics. Den hier noch. Und den. So. Bergungsgut. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Wo steht das? Dieser Insel? Der Sturm guckt uns. Nee, beobachtet uns. Vater Matthias will set us free. Fürchtet die Dämonen! Falsches Spiel, würde ich sagen, oder? Geocache. Jetzt habe ich beide. So. Hier ist noch ein Fass. Das will ich noch kurz explodieren lassen. No escape. Wieder so ein Typ. Die machen einen nochmal voll Angst. Das sind voll die Psychopathen, ey. Zack. Bergungsgut. Toll. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern.
großartig. Das gibt ordentlich Muskelkater. Können wir nicht einfach mal kurz in den Mediamarkt? Dann holen wir so ein Teil, stecken das da rein, fertig. Aber nein, müssen wir wieder klettern. Na gut. Ein schöner Ausblick von hier. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Noch besserer Ausblick von hier. Bäm! Und dann noch mit den Füßen. Achso. So, wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte, die wir vergeben können. Was nehmen wir? Oh, es gibt ein neues... Eine neue Rubrik. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus? Das brauchen wir nicht. Wir stecken ja nichts ein, wir teilen nur aus. Werfen Sie Ihre Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um sie zufällig für ihre Angriffe zu machen. Anfällig. Da werfen wir die erstmal im Schlamm. Nee, das brauchen wir noch nicht. Oder? Obwohl, was gibt's denn da noch? Axtexperte. Versetzen Sie Ihre Feinde mit einer Blätter. Nee. Erstmal hier. So, Rang 2. Warum sind wir immer noch nicht Rang 2? Was brauchen wir denn dafür? Das haben wir doch jetzt schon. Kämpfer? Überleben? Wie wären wir denn hier Rang 2? Das hier können wir nicht machen, weil wir dazu Rang 2 brauchen. Meistern Sie 4 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Ah, okay. Da ist es wahrscheinlich egal, wo wir die investieren. Dann, hier gab es doch noch irgendwo, was ich gebrauche oder was wir gebrauchen könnten. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Bergungsgut! Das lernen wir natürlich. So, meistern Sie 3 weitere Fähigkeiten, sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern. Das ist mir eigentlich... Beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen, das kommt ja jetzt nicht so oft vor. Das brauchen wir auch nicht. Also würde ich meinen... Warum eigentlich immer Tierkadaver? So viele Tiere kommen doch hier gar nicht vor. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Das ist eher was, was wir gebrauchen könnten. Dann lerne ich das jetzt also mal. Und beende dann erstmal die Folge hier. Tja, ob es sich überhaupt lohnt, auf die Turmspitze zu gehen und das Signal zu geben, das wird sich in der nächsten Folge klären. Ich weiß nicht mal, was wir uns davon erhoffen, weil hier wird wahrscheinlich eh nie jemand vorbeikommen am Drachendreieck. Und wenn, dann werden die genauso stranden wie wir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, abonniert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!